darf Sie im Namen der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit sehr herzlich bei unserem diesjährigen Verfassungsdialog begrüßen. Und ich freue mich sehr, dass Sie wieder in so großer Anzahl zu uns gekommen sind, obwohl ja im Moment draußen ein relativ seltenes Naturphänomen genannt Sommer stattfindet. Ich freue mich sehr, dass Sie trotzdem den Weg zu uns gefunden haben. Ich glaube, dass dies auch mit der Qualität dieser Veranstaltung zu tun hat. Wir haben vor 10 Jahren begonnen mit dem ersten Verfassungsdialog. Jetzt sind wir beim 10. Und dieser Verfassungsdialog ist mittlerweile ein fester Bestandteil des Jahresprogramms der Friedrich-Naumann-Stiftung. Und dass dies zu einer so angesehenen Veranstaltung sich entwickelt hat, das hat natürlich auch damit zu tun, dass Sie immer zahlreich zu dieser Veranstaltung gekommen sind. Meine Damen und Herren, deshalb würde ich eigentlich gern jeden Einzelnen begrüßen, was allerdings dann den zeitlichen Rahmen etwas sprengen würde. Deshalb möchte ich stellvertretend für alle begrüßen Herrn Dr. Rühlke, den Vorsitzenden der FDP-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg. Seien Sie uns sehr herzlich willkommen, lieber Herr Dr. Rühlke. Meine Damen und Herren, nun sag, wie hast du es mit der Religion? Die Gretchenfrage aus Goethes Faust ist bis heute von zentraler Bedeutung geblieben. Und der Frage, wie wir es in Deutschland mit der Religion halten, wollen wir in diesem 10. Karlsruher Verfassungsdialog nachgehen. Und wir haben zu diesem Zweck hochrangige Experten versammelt, die aus rechtlicher, historischer und ethischer Perspektive das Verhältnis von säkularer Gesellschaft und Religionsgemeinschaften in Deutschland beleuchten werden. Ich freue mich, dass ich schon einige der Referenten, die heute auftreten werden, begrüßen darf. Ich freue mich sehr, dass Professor De Wall unter uns ist, Professor Groß-Bölting und Herr Dr. Schmidt-Salomon. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind, sich die Mühe gemacht haben. Herr De Wall hat heute Morgen um 5 Uhr den ICE von Erlangen ergriffen, um hierher zu kommen. Eine hochrespektable Leistung. Deshalb nochmal doppelten Dank an Sie, dass Sie die Mühe auf sich genommen haben. Meine Damen und Herren, die Veranstaltung steht unter dem Titel Religion in der säkularen Gesellschaft zwischen Konsens und Kulturkampf. Diese Überschrift beschreibt zwei gegenläufige, aber dennoch gleichzeitig vorhandene Tendenzen in unserem Land. Im Zuge, und ich sage aus meiner Sicht, im Zuge des bedauerlichen Bedeutungsverlustes der großen Kirchen in Deutschland, der nicht nur an der Zahl der Kirchenbesucher deutlich wird, haben sich die alten konfessionellen Gegensätze, die Deutschland jahrhundertelang geprägt haben, abgeschliffen. Der politische Katholizismus beispielsweise, wie er für das Deutsche Kaiserreich, die Weimarer Republik und die frühere Bundesrepublik kennzeichnend war, gibt es in dieser Form nicht mehr. Die Agenda der heutigen CDU-CSU hat sich sehr weit von ihren klerikalen Ursprüngen entfernt. Auf der anderen Seite haben die Liberalen und die linken Parteien im Grunde ihren Frieden mit den Kirchen gemacht. Liberalismus und Religion hatten und haben es nicht immer einfach miteinander. Der Wert der individuellen Freiheit ist in Europa nicht nur gegen Staaten, sondern in vielen Fällen auch gegen die Kirchen durchgesetzt worden. Antiklerikalismus, nicht Antireligiosität, großer Unterschied. Antiklerikalismus ist daher auch einer der vielen Traditionslinien des Liberalismus. Die Organisation der Religion als Kollektiv mit Hierarchien und Disziplinierungsinstrumenten nach innen und dem Anspruch zugleich nach außen die Normen und die Regeln der Gesellschaft mitzubestimmen, sogar festzulegen, kollidiert augenscheinlich mit der Betonung der individuellen Freiheit der Liberalen. Meine Damen und Herren, das Kirchenpapier der FDP von 1974 gehört heute zur Parteiengeschichte. Es hat damals große Wellen geschlagen, beeinflusst aber die heutige Programmatik so gut wie nicht. Sowohl der FDP-Vorsitzende Rösler als auch die SPD-Generalsekretärin Nahles wie auch der hiesige Ministerpräsident Kretschmann von den Grünen sind öffentlich bekennende Katholiken. Und die Grünen haben sich mit Katrin Göring-Eckardt für die Vorsitzende der Synode der EKD als Spitzenkandidatin entschieden. An diesem bequemen Status quo, der durch die Kirchenverfassung der Bundesrepublik stabilisiert wird, möchten nur wenige rütteln. Soweit der Konsens.
Auf der anderen Seite erhitzen von Zeit zu Zeit harte öffentliche Auseinandersetzungen um das Verhältnis von Staat, Gesellschaft und Religion die Gemüter. Diese Konflikte berühren oft das Grundsätzliche. Das Kruzifixurteil und der Kopftuchstreit betrafen die Frage, wie es um die religiöse Neutralität des öffentlichen Bildungssystems bestellt ist. Der Karikaturenstreit und der Streit um die Aufführung des sogenannten Mohammed-Films führten zu einer Grundsatzdebatte über den Stellenwert der Meinungsfreiheit. Das Beschneidungsurteil des Kölner Landgerichtes befeuerte eine ebenso grundsätzliche Debatte über das Verhältnis von positiver und negativer Religionsfreiheit und das Elternrecht. Die Entlassung von Mitarbeitern kirchlicher Einrichtungen nach Scheidung oder Kirchenaustritt berührt die Frage, wie weit die Privatautonomie kirchlicher Einrichtungen gilt, soweit diese aus öffentlichen Mitteln finanziert werden. Wir können daraus das Fazit ziehen: Religion bestimmt nicht mehr die politische Agenda, sie wird aber als positive Tradition und identitätsstiftendes Band akzeptiert und die Politiker aus allen Parteien bekennen sich positiv zu dieser Funktion. Doch die heftigen Kontroversen um die Fragen, die die Religion betreffen, sprechen dafür, dass es unter der Oberfläche nicht ganz so harmonisch aussieht. Die große Emotionalität der Debatten erklärt sich wohl daraus, dass es sich dabei um unser grundsätzliches Verständnis von Freiheit und Selbstbestimmung geht. Gewissens- und Meinungsfreiheit, Freiheit der Wissenschaft und des künstlerischen Ausdrucks, Freiheit der Berufswahl und den persönlichen Vorzug für einen bestimmten Familienstand oder Lebensstil werden durch die Rolle der Religion beeinflusst. Und deshalb, meine Damen und Herren, müssten im Grunde die Gretchenfrage neu formuliert werden. Statt zu fragen, wie hältst du es mit der Religion, müssten wir fragen, wie hältst du es mit der persönlichen Freiheit? Und zu dieser Freiheit gehört natürlich auch und gerade die Religionsfreiheit. Religionsfreiheit bezeichnet die Freiheit jedes einzelnen Menschen selbst zu bestimmen, ob dieser sich ohne Zwang zu einer Religionsgemeinschaft bekennen will oder nicht. Religionsfreiheit bedeutet nicht die Freiheit der Religionsgemeinschaften, über ihre Angehörigen wie über ihr Eigentum verfügen zu dürfen. Zur Religionsfreiheit gehört auch das Recht, aus Religionsgemeinschaften auszutreten. Jemandem das Recht zuzugestehen, auf seine Art selig zu werden, das ist Toleranz. Aber zu akzeptieren, dass unter Berufung auf eine höhere Macht und auf eine bestimmte Auslegung religiöser Schriften die Rechte anderer verletzt werden, das wäre moralische Beliebigkeit. Meine Damen und Herren, ich finde, es gilt, den säkularen Staat zu verteidigen. Der säkulare Staat aber ist nicht antireligiös. Er akzeptiert nur nicht, dass es Einstellungen gibt, die kulturelle oder religiöse Authentizität beanspruchen, um damit die Missachtung von Menschenrechten zu rechtfertigen. Religion gewährt er unter dieser Voraussetzung Raum und bleibt selbst weltanschaulich neutral. Das schützt den Staat vor pseudoreligiöser Selbstüberschätzung und die Religionen davor, die staatliche Gewalt zu ihren Gunsten zu missbrauchen, wie der frühere Limburger Bischof Kamphaus einmal schrieb. Toleranz bedeutet nicht den Verzicht auf Kritik. Kritik ist vielmehr die Grundlage einer Gesellschaftsordnung, die einen toleranten Umgang verschiedener religiöser Überzeugungen und Weltanschauungen überhaupt erst ermöglicht. Keine Weltanschauung oder religiöse Überzeugung hat das Recht, sich selbst von Kritik auszunehmen. Meine Damen und Herren, ich betrachte es als ein erfreuliches Anzeichen gelingender Integration, wenn auch andere hier heimisch gewordene Religionen wahrgenommen werden. Unsere freiheitliche demokratische Grundordnung sieht dies ausdrücklich vor und der Staat garantiert es auch. Wer aber aus der Sphäre der Religion hinaus in die politische Öffentlichkeit tritt, für den gelten dann auch die Regeln des bisweilen stürmischen gesellschaftlichen Diskurs, wie wir es auch häufig erlebt haben. Eine freiheitliche Gesellschaft muss dabei den notwendigen Respekt vor der Vielfalt der Kulturen und Religionen aufbringen. Und das fängt damit an, die eigene Kultur zu erkennen, in ihrer Irrtumsanfälligkeit, in ihrer Relativität, aber auch und gerade in ihrer Kraft. Freiheitliche Gesellschaften müssen wissen,
was sie nicht preisgeben dürfen, wenn sie ihre Grundlagen bewahren wollen. Und wer das nicht will und wer das nicht kann und wer sich selbst nicht mag, weil er an der eigenen Kultur zweifelt, der kann auch niemanden integrieren. Meine Damen und Herren, Ralf Dahrendorf, der große Soziologe und liberale Denker, hat immer wieder darauf hingewiesen, dass die Stärke demokratischer Institutionen und in einer demokratischen Öffentlichkeit eben darin besteht, dass Konflikte offen diskutiert und friedlich ausgetragen werden können. Und zu dieser offenen Debatte wollen wir heute einen Beitrag leisten, indem wir eine Bestandsaufnahme rechtlicher Rahmenbedingungen vornehmen, in denen sich die Beziehung zwischen Staat und Religionsgemeinschaften vollzieht, indem wir betrachten wollen, wie säkular die Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland nun wirklich ist und wie sich der Islam in diese Gesellschaftsordnung einfügt und schließlich, welche Geltungsansprüche sich gegenüberstehen und welche Rolle die Religion in Zukunft in der deutschen Gesellschaft spielen wird. Ich freue mich darauf und gebe jetzt das Wort an Herrn Müller weiter, denn ohne seine Moderation wären die Karlsruher Verfassungsdialoge überhaupt nicht denkbar. Vielen herzlichen Dank. Applaus